Das Köderfischangeln wurde ja ein bisschen verbessert. Das heißt, wir haben mehr Chancen, jetzt effektiv mit Köderfischen auch richtig was zu fangen. Also es lohnt sich mittlerweile mehr, mit Köderfischen zu angeln. Also raus mit den Köderfischen und dann mal gucken, was da alles so reingeht. Zum Beispiel hier am Koori. Na, also direkt wieder raus. Ja, es ist 7 Uhr morgens. Wahrscheinlich gehen so die letzten Quappen noch rein. Apropos Quappe und Köderfisch. Sollten deine Köderfische mal alle schön vergammelt sein, also keine Haltbarkeit mehr haben. Die Quappen sind immer noch dankbar dafür. Von daher kann man die hervorragend auch hier einfach verangeln. Ja, auf Quappe. Vorzugsweise natürlich nachts. Und dann hier an der Stelle weit raus. Wir gucken uns natürlich gleich den Spot noch im Detail an. Wir gucken uns das Setup im Detail an. Und ja, welche Köderfische hier gerade am interessantesten sind. Ich war gestern schon hier. Ich habe das gestern nochmal ausgiebig probiert. Und das sah gestern auch schon ganz interessant aus. Weißt du was? Wir gucken schon mal in den Kescher rein. Zumindest der von gestern. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Also, richtig, richtig, richtig nice und natürlich ein heftiger Drill auf dem 17 Kilo Seesaibling Kowalski. Das ist schon krass gewesen. Heftiger Brocken. Und jetzt muss ich tatsächlich auch gleich nochmal reingucken in das Setup. Ich bin ein bisschen feiner unterwegs als gestern. Und dann schauen wir uns das gleich alles mal im Detail an. Und wir gucken, was jetzt hier noch so geht. Ich werde das, glaube ich, jetzt die nächsten Tage so ein bisschen testen. Und die nächste Quappe. Ja, die wollen wir natürlich nicht. Die wollen wir natürlich nicht. Wir gehen hier wieder auf den kleinen Kaulbarsch. Und dann geht es wieder raus. Und zwar so, 30 Meter weit raus. 30 Meter weit. Zack. Clip oder den Bügel wieder zumachen. Und dann haben wir das schon. Mal eben kurz kontrollieren. Auch nichts dran, auch nichts dran. Jawohl. Ja, wo sind wir denn hier? Wer es noch nicht erkannt hat, wir sind hier auf der kleinen Insel. Also vorm 15 Meter Loch auf der Insel. Und ich werfe hier so in diese Area rein. Später wechsle ich dann so nach einer halben Stunde, wechsle ich dann irgendwann hier in diese Richtung und dann vielleicht nochmal hier so weiter. Also man kann das hier, man kann sich so ein bisschen rumdrehen und einfach hier auf 30 Meter ganz gut alles abangeln. Also einfach so ein 30 Meter Radius hier schön im Kreis sich einfach drehen um die Insel herum und hier immer schön in die tiefen Stellen reinwerfen. Man kann allerdings auch hier hinten hinwerfen. Oder das einfach hier von der Landzunge aus machen, dass man dann hier in diese Kanäle reinwirft. 1, 2, 3 oder von hier aus reinwerfen, auch das natürlich nochmal eine Option. Also auch hier durchaus die Möglichkeit mit Köderfisch zu angeln, natürlich auch mit Jig. Na, wenn man hier zum Beispiel lang jiggen will, hat man auch durchaus die Chance hier auf Saibling zum Beispiel zu treffen. Jetzt aber wie gesagt heute Schwerpunkt hier auf Köderfisch und zwar hauptsächlich eben auch mit dem Kaulbarsch, denn der Kaulbarsch ist auch nochmal richtig gut für die Bachsaiblinge. Das ist natürlich auch nochmal richtig nice und die fehlen mir auch noch, die nehme ich auch gerne noch mit und deswegen setzen wir einfach mal den Fokus gerade hier aufs Köderfischangeln. Vom Setup gucken wir mal eben kurz rein. Na, den nehmen wir erst mit und dann gucken wir rein. Na guck, der hat sogar schon ein bisschen Bock. Gestern war ich mit 15 Kilo unterwegs. Ich glaube, ich habe auch noch ein Setup mit 15 Kilo. Beziehungsweise als Vorfach hatte ich sogar 27 Kilo. Jetzt muss ich sagen, jawohl, der nächste, der Bachsaibling, sehr schön. 2 Kilo, auch eine ganz gute Größe. Und wir machen mal eben noch hier den Kaulbarsch drauf und dann haben wir es hier auch schon. Also, so sieht das Setup aus. Eine vernünftige Grundroute ausgestattet hier. Dann habe ich hier 15 Kilo
geflochtene Schnur, das ist die vom Weihnachtsmarkt. Die gibt es so im Moment nicht zu kaufen. Riesenvorteil hier, ich habe 500 Meter Schnur drauf. Das heißt, wenn auch mal was Großes reingeht, kann das hier an diesem Gewässer quasi gar nicht raus. Denn, ja, ich habe halt die 500 Meter Schnur. Und auch gestern, der Seesaibling, der ist dann hier hinten hin abgehauen mit 17 Kilo. Ich habe ihn natürlich immer mit der Rute nach rechts gezogen, damit er nach links weiter abhaut. Und er war auch die ganze Zeit hinten an der Kante sozusagen vom Gewässer. Ich wollte vermeiden, dass er nach da hinten abhaut. Denn wenn er hier hinten um die Kurve flüchtet, dann kann das natürlich schon schwierig werden. Aus so einer Ecke hier kriegen wir ihn aus dem Winkel natürlich nicht mehr rausgezogen. Dann war es das. Also immer versuchen, dass man den Fisch dann hierhin lockt. Auch das ist natürlich hier ein bisschen gefährlich, diese kleine Nische. Aber doch eher unwahrscheinlich. Aber so hier aus diesem Winkel kriegt man den, glaube ich, ganz gut noch müde. Also die Rute immer nach rechts drücken, damit der Fisch nach links abhaut. Und dann klappt das an für sich auch. So, vom restlichen Setup her, hier ist das Setup eben noch wie gestern auch schon aufgebaut. 27,7 an Vorfachsmaterial, an Fluorocarbon, weil wir ja hier auch Hechte haben. Und da müssen wir ein bisschen sicherer reingehen, denn die Hechte fressen natürlich auch gerne Köderfische. Ich hatte allerdings gestern beim gesamten Angeln ein bisschen mehr als eine Stunde nur einen mittelprächtigen Hecht von 3,5 Kilo. Also das passte noch absolut, das ist jetzt nicht ganz so tragisch gewesen. So, jetzt gucken wir gerade nochmal hier rein. Hier bin ich runter auf 19 Kilo, ein bisschen feiner schon mal reingegangen. Und ich liebäugel auch die ganze Zeit damit. Genau, hier sind wir bei 15 Kilo. Also drei etwas unterschiedliche. 15 Kilo, wie gesagt, ist hier die Hauptschnur, 15 Kilo das Vorfach. Hecht sicher oder ein Hecht, der halb so schwer ist wie die Tragkraft des Vorfachs, Fluorocarbon-Vorfachs. Bis zu diesem Gewicht sollte das so einigermaßen sicher sein. Also so ein 6-7 Kilo Hecht sollte hier so einigermaßen sicher noch mit rausgezogen werden. Natürlich besteht immer die Chance, dass er trotzdem durchbeißt, aber naja, so ein Hecht muss auch erstmal reingehen. Die sind ja auch relativ selten mit 6-7 Kilo und gerade eben hier auf diese kleinen Kaulbarsche nicht ganz so häufig. Hakengröße, auf jeden Fall 4-0er Hakengröße. Da ist das immer noch sehr, sehr eigenartig. Das ist irgendwie unterbewertet. Also irgendwie sind die Rankings bei den Köderfischhaken, fühlt sich sehr, sehr eigenartig an. Wenn man mit einem 1-0er Haken hier reingeht zum Beispiel, wie man zum Beispiel auch beim Saibling auf Jig gehen kann, dann gehen hier super kleine Fische rein. Sehr viele Fische unter ein Kilo. Und das wollen wir natürlich vermeiden, gerade mit diesen teuren Köderfischen, die man sich entweder für Gold kauft oder man angelt die natürlich vorher schön im Schweiße seines Angesichts stundenlang, damit man mal so 30, 40 Stück zusammen hat. Und dann geht das Ganze los. So, jetzt ziehen wir hier. Ah, doch, da ist doch was dran. Leicht schräg gewesen. Ja, jetzt heißt es natürlich Geduld haben und hoffen, dass die nächsten guten Brocken reingehen. Man kann natürlich auch mit Rotaugen hier reingehen. Mit Güster kann man hier reingehen. Also auch das durchaus mal probieren. Rotauge, Güster, Laube und der Kaulbarsch. Das sind, glaube ich, so mit die wichtigsten hier. Oder natürlich dann nachts die vergammelten Barsche. Auch das eben durchaus eine Option dann für die Quappe. Und bei der Quappe kann man auch ein bisschen dicker reingehen. Übrigens auch beim Seesaibling Koorski kann man theoretisch ein bisschen dicker reingehen. Ich habe jetzt hier natürlich auch ein bisschen den Fokus auf die Bachsaiblinge. Die hätte ich gerne. Deswegen bin ich hier, versuche ich gerade ein bisschen runter zu gehen von den Vorfachstärken. Für den Seesaibling Koorski gezielt ruhig ein bisschen dicker reingehen. 30 Kilo Hauptschnur, 27 Kilo Vorfach und dann gib ihm. Der ist da nicht so scheu, dass er da wirklich irgendwie Angst hat oder so ein bisschen schreckhaft ist vor solcher Schnur. Also da haben wir keine Probleme, wenn wir da dicker reingehen. Ja, jetzt heißt es testen.
testen, testen, testen. Ich warte jetzt natürlich hier auf meine nächsten Kuorskis. Wie gesagt, nachts, wie gesagt, dann die Quappen, tagsüber die Bachsaiblinge, das ist schon richtig gut. Seeforellen gehen natürlich auch zwischendurch rein, wie gerade schon gesagt, ab und zu mal einen Hecht. Ja, und im Idealfall der Seesaibling Kuorski. Ja, so und so ähnlich kann es natürlich jetzt aussehen hier an dem Spot. Ich würde sagen, rausziehen die Brocken. Ich teste jetzt hier gleich noch ein bisschen feiner. Das heißt, ich habe hier noch mehr oder ich habe als Zielfisch eigentlich eher hier den Bachsaibling. Und deswegen gehe ich jetzt noch mal feiner rein auf 12, an Vorfachsmaterial. Hier haben wir es, 30 cm Fluorocarbon. 12,7. Dann nehmen wir hier einen schönen Kaulbarsch wieder drauf und dann raus damit. Übrigens, ich sehe es gerade noch, falls ihr nicht weit genug rauskommt, weil vielleicht das Wurfgewicht eurer Rute nicht so hoch ist und man kommt eben mit diesem Köderfisch manchmal schlecht weit raus, dann Flycast. Das sind ideale Bleie für richtig weite Entfernung. Also die lohnen sich absolut. Selbst mit diesen ganz kleinen von 14 Gramm kommt man super weit raus. Also das lohnt sich auf jeden Fall immer in Kombination mit dem Köderfischangeln. Und dann kommt man hier auch locker auf 30 Meter plus weit raus. Aber die Bleie, die lohnen sich einfach. Und wie gesagt, ich baue jetzt hier alles nochmal weiter um, gehe nochmal feiner rein. Sollte da jetzt natürlich dann der Seesaibling Kuorski draufgehen, dann habe ich Action. Also dann geht das richtig ab. Selbst gestern auf die 15 Kilo waren das gut. Na, ich sag mal 15 Minuten Drill ungefähr waren das schon. Der lässt sich einfach nicht so leicht und Bremse runter machen. Hohoho. Der lässt sich nicht so leicht müde machen. So, raus damit. Bremse hier auch nochmal. Erstmal auf locker stellen und dann weitermachen. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.